Yomi Baduya, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute an Silvester dachten wir, müssen wir mal etwas Besonderes machen und haben uns ein spannendes Format überlegt. Ich hoffe, ihr findet es auch spannend. Und so habe ich in diesem Säckchen ein paar Begriffe für den lieben Curtis. Hi. Der hat jetzt auch mit YouTube angefangen und hat ein ganz besonderes Konzept. Ich finde es total cool. Schaut doch einfach mal vorbei. Ich will auch noch nicht zu viel verraten. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Ich habe in dem kleinen Beutelchen ein paar Pferdebegriffe. Und der liebe Curtis hat die Aufgabe, zu versuchen zu erraten, was das ist. Und ich kann euch sagen, ich habe absolut gar keine Ahnung von Pferden. Deswegen bin ich sehr gespannt. So, dann habe ich einmal das Säckchen für dich. Blind reingreifen? Blind reingreifen. Okay. Okay, ich habe... Ich hoffe, man kann es sehen. Pauschen. Hört sich erstmal irgendwie nach was... Ja, kann ich nicht erklären. Irgendwas, ja, nicht irgendwie so ein Lederteil oder so, sondern irgendwie, was könnte das denn sein? Ausrüstung? Gehört zur Ausrüstung, ja. Ja, okay. Das könnte alles sein. Ist das ein Teil von etwas? Ja. Vom Sattel? Ja. Oh, Pauschen. Ist es ein Teil von dem, Achtung, jetzt komme ich. Von dem Steigbügel-Ding, da, wo man reinsteigt, irgendwo dazu. Nein. Verdammt. aber es ist rechts und links vom Sattel. Ja, das ist korrekt. Haltegriffe? Nein. Ist sowas auch? Wobei Haltegriffe ist vom Prinzip relativ nah dran. Oder? Was sagt ihr dazu? Moment. Ist es vielleicht eine Tasche? Nein. Nee? Oder etwas, wo man was reinstecken kann? Nein. Nein. Es ist nicht zum Halten von anderer Ausrüstung. Nicht zu erhalten von anderer Ausrüstung. Unterhalb des Sattels? Gar nicht außen? Für jeden sichtbar? Man sieht sie von außen meistens, aber nicht die Pausche an sich, sondern es ist dazwischen. Zwischen Reiter und Sattel? Die Verbindung ist ganz gut, es ist allerdings zwischen Sattel und Sattel. Es gibt mehrere Sättel, Zwiebelschicht-System, das kennt jeder, aber weiß es ja. Okay, dann ist das quasi das Verbindungsstück zwischen zwei Satteln. Sätteln. Sattels. Sir. Dein letztes Wort? Ja. Dann holen wir die Auflösung mal dazu. Sie hat auch noch eine Pausche mit? Natürlich. Alles klar. Sieht ein bisschen aus wie so eine Schuheinlage. Die Pausche wird vorne in den Sattel geklettert. Also diese wäre jetzt zum Beispiel rechts. Und ja, liegt an deinem Oberschenkel. Das heißt, die Pausche ist dafür da, das Bein so ein bisschen in Position zu halten und ein bisschen mehr Halt zu geben. Na klar, natürlich. Vielleicht habe ich auch nicht die einfachsten Begriffe rausgesucht. Aber jetzt bin ich schlauer. Das ist ein Begriff schon mal nicht erraten. Ich glaube, da ist auch keiner bei, den man tatsächlich erraten kann. So, ich versuche, das sieht richtig rum aus. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, man weiß es nicht. Da steht Strupfen. Strupfen ist Teil eines Sattels. Ja. Ein Strupfe. Ein Strumpf. Ist ein Lederteil eines Sattels. Ja. Alles klar. Achtung, jetzt komme ich. Damit wird etwas fixiert. Ja. Und zwar die Beinlänge. Die Höhe von dem Steigbügelding. Das ist eine Lasche. Nee. Lasche würde ich es jetzt nicht nennen. Nee, aber weil es heißt ja Strupfe. Es ist eine Strupfe. Strupfe halt. Und Strupfen gibt es auch nur an Sättel. Huh. Gibt es auch wieder rechts und links? Ja. Okay. Und sie sind nicht mit den Pauschen verwandt? Nein, sind aber nah dran. Nicht vom Sinn, aber von...
Strumpfen sind das Gegenstück, sind der Klettgegenteil von dem Pauschen. Nein, aber der Ort. Mit dem Gegenteil bist du sehr nah dran. Strumpfen haben nämlich immer einen Teil, der dazugehört. Das Befestigungsteil an dem Sattel. Was sind Strumpfen? Ja, je nachdem, also von deinem Wortlaut würde ich es dazu interpretieren. Habe ich recht also? Das heißt, Strumpfen kann man auch lösen. Also, den Teil, den wir meinen, den kann man eigentlich nicht lösen. Hast du jetzt einen ganzen Sattel mitgebracht? Nein. Sie hat einen ganzen Sattel mitgebracht? Nee, ich habe den Sattel vielleicht auseinandergeschnitten. Ihr ist für das Video nicht zu schade. Das finde ich sehr lobenswert. Das finde ich schön. Okay. Ich hab's gleich. Und das zieht sich mit Leder an. Ja, ist ja klar. Strumpfen. Genau. Die sind am Sattel befestigt und an den Strumpfen wird der Sattelgurt befestigt. Ja. Das heißt, alle Teile, wo du hast quasi so einen Riemen hast, das tatsächlich aus dem Sattel geschnitten. Zerschnitten, wie man sieht. Ich hoffe, man sieht's. Ich würde sagen, der Punkt geht auf jeden Fall an Kathis. Hallo? Was wird los? Was ist dein Plan? Hallo? Ja. Hi. Du willst auch mal ins Video? Ja, du bist auch dabei. Ja. Tulli, das ist irgendwie ganz blöder Plan. Das ist recht unbequem. Du bist irgendwie kein Chihuahua. So, ich weiß nicht, warum ich irgendwo hingucke, wenn ich da. Jetzt könnte ich schon etwas erahnen. Erahnen? Alles klar, ihr wisst schon, was ich meine. So, ich versuche es wieder so rum, würde ich sagen. Oh, da habe ich ein schönes Wort. Oh nein. Kardetsche. Kardetsche ist ganz klar die Peitsche. Bist du dir sicher? Nein. Kardetsche ist ein Werkzeug? Ja. Also es ist ein Hilfsmittel? Ja. Zum Reiten? Nö. Zum Pflegen des Pferdes? Ja. Alles klar. Kardetsche ist der Handschuh. Es gibt das auch als Handschuh. Nee, gibt es nicht. Ich weiß das noch aus der Vergangenheit. Ich war übrigens damals über die Klassenfahrt in der, ich weiß nicht wie vielten Klasse, auf einem Reiterhof. Kardetsche ist eine von den 5 verschiedenen Bürsten. Ich sag euch jetzt, wie die aussieht. Brauner Grund, also braun, so ein benutztes Braun, Holz mit Naturborsten. Du bist richtig nah dran. Ist das richtig rum? Nein. Nein. Ja. Gamaschen. Habe ich doch schon mal gehört. Gamaschen sind Teil der Reiterausrüstung. Nein. Das sind Chaps, die du meinst. Alles klar. Dann sind das die Teile, die an die Schienbeine der Pferde kommen. Schienbein ist zwar nicht ganz so korrekt, aber sinngemäß ist, denke ich, alle, was er meint. Habe ich recht, tatsächlich? Du hast die Gamaschen innen an dem Pferdebein befestigt und wenn die Beine aneinander her scheuern, ach so, dann scheuern die Gamaschen aneinander her und die Gelenke schlagen nicht voneinander. Wenn ich das hier lese, Pauschen, Strumpfen, Kardetsche, das sind schon, also habe ich ja in meinem Leben noch nicht gehört. Von daher finde ich das schon, was soll denn da jetzt noch kommen? So, richtig rum? Ja. Ich hatte noch einen Sattelbaum von dem auseinandergenommenen Sattel und der passte nicht in die Tasche. Sattelbaum, klar. Ein Sattelbaum. Halsring. Das ist irreführend. Ich bin mir sicher. Also ich frage jetzt mal ganz stumpf, aber ist das ein Ring für den Pferdehals? Verdammte Axt! Ja! Ja, ein Halsring.
Gut. Angezogen. Ich würde sagen, das war ein ganz klarer Punkt für dich. Das hast du eingerechnet, weil du gedacht hast, die anderen errate ich nicht. Ja, das war eigentlich der Nettigkeitspunkt, aber irgendwie war das eine schlechte Idee. Oxer. Das sagt mir gar nichts. Oxer. Meine Standardfrage, Oxer ist Teil der Reiterausrüstung. Oxer ist Teil der Pferdeausrüstung. Eine Pferdeart, eine Position, eine Ausführung, Teil der Laufbahn, gehört zu den Stallungen. Ist es ein Hilfsmittel? Nein. Oxer sind zwei hintereinander aufgestellte... Oder stellen wir es mal so hin. Genau, bei einem Oxer hat man, ich hoffe man sieht es, zwei Hindernisse, die hintereinander stehen. Kinnkette! Eine Kinnkette. Das ist eine Kette für das Kinn des Pferdes. Könnte man so sagen. Ja, die Kette wird befestigt. Mhm. An diesem Lederriemen, der da ist. Ja, an diesem Kapuzending für die Pferde. Klar, wer kennt's nicht, das Kapuzending. Hier hätten wir eine Kinnkette, das ist jetzt allerdings aus dem besseren Bereich. Könnte auch ein Wappen-Equipment-Teil sein. Könnte ein Armband werden. Ja, super. Nett. Okay, wozu ist es? Und das wird an Kandarren hinten befestigt. Dieses hier zum Beispiel an Western-Kandarren. Ich glaube, man hängt es auch in normale Gebisse rein, aber in Kandarren ist es ja unumgänglich. Das sind quasi scharfe Gebisse, die über einen Hebel wirken. So, und zwar steht hier Stiefelspanner. Also ich als mechanisch und versierter Mensch würde sagen, es spannt die Stiefel. Und zwar haben wir natürlich auch einen Stiefelspanner hier natürlich. Ich habe alles erwartet, aber nicht das. Was ist das denn? Das ist ein Stiefelspanner. Und zwar verwendet man den so, dass man hier dran greift, zieht, dann zieht er sich zusammen. Hier ist quasi die Wade und den steckt man dann, so wie die Wade wäre, in den Stiefel. Und dadurch hält er den Stiefelschaft auseinander, sodass der Stiefel nicht verknickt liegt zum Beispiel und der Reißverschluss kaputt geht. Eigentlich das gleiche wie ein Schuhspanner. Gibt es das für Schuhe? Ja. Dann ja. Dass der Stiefel in Form bleibt. Genau. Weiter geht's. So, jetzt bin ich gespannt. Es sieht nach zwei Worten aus. Na klar, eine einfache Wassertrense. Es gibt natürlich auch noch die mehrfache Wassertrense, ganz klar bekannt. Das kennt man auch als Nichtreiter übrigens. Die mehrfache Wassertrense ist ein Komplex aus verschieden großen Wasserbehältern. Und die einfache Wassertrense ist ein Wasserbehälter, aus dem die Pferde trinken. Okay, dann holen wir doch den Gegenstand. Es klappert! Warte! Ja, es ist das Teil, was in den Mund kommt. Es kommt in den Mund. Leute, das ist das Teil. Letzter Begriff. So. Eine Schabracke. Wer hat's? Ja, das kennt man auch als Nichtreiter. Also eine Schabracke ist ein besonders von der Natur nicht gesegnetes, äußerlich nicht sehr beliebtes Pferd. Nein, das ist nicht mein letztes Wort. Nicht? Aber es klang gut. Es klang sehr schön beschrieben. Eine Schabracke ist Teil der Reiterausrüstung. Nein. Eine Schabracke ist Teil der Pferdeausrüstung. Ja. Es ist Teil einer Ausrüstung. Es ist nicht eine Form, ein Pferd. Eine Schabracke ist nicht ein spezieller Typus von irgendwas, sondern Teil einer Ausrüstung. Mhm. Die Schabracke legt man auf das Pferd, weil es das Pferd schützt. Nein. Nein.
Die Schabracke ist für den hinteren Teil des Pferdes. Kommt drauf an, wie weit hinten. Da, wo der Hintern beginnt. Nein. Der Schweif. Das ist so weit hinten. Das ist so weit hinten, ja. Rückenpartie. Ja. Da, wo man... Fall. Alles. Eine Schabracke ist Teil der Sattelausrüstung. Oh, ich weiß es. Ich glaube, ich komme jetzt immer näher. Die Schabracke legt man unter den Sattel. Mist. Habe ich recht? Natürlich, in rosa. Guck mal. Von dem kleinen Bay gemopst. Das ist mein Lieblingspferd. Das ist dieser Klumpen, ne? Ist es so? Dieser, der ist so super, ich finde den toll, ehrlich. Den finde ich super. Lasst in den Kommentaren da, ob ihr Bay genauso liebt wie ich. Ja. Wieso denn rosa eigentlich? Wieso muss der rosa Schabracken tragen? Weil es süß aussieht. Na klar, er freut sich darüber. Okay. Schabracken. Schabracken. Und die ist tatsächlich nicht dafür da, um das Pferd zu schonen oder zu schützen, sondern den Sattel. Sondern den Sattel. Genau, damit das Pferd, ja, eher vor dem Pferdeschweiß. Tatsächlich. Tatsächlich. So ein Schonbezug für den Sattel. Ja, alles genau, klar. Genau. Super. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ja. Vielleicht machen wir das Ganze auf meinem Kanal auch mal. Ich würde mich sehr freuen. Aber damit ich nochmal verliere. Ja, in dem Fall dann mit tollen Begriffen aus der, lasst euch überraschen, Szene. Genau, schaut bei ihm vorbei, was er denn eigentlich so macht. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe gewonnen, das muss ich nochmal sagen. Das sie hat verloren. Das ist frustrierend. Ich war gut, sie ja anscheinend nicht. Ich bin mit so großen Erwartungen gekommen, dass er keine Ahnung von den Pferdebegriffen hat und auch überhaupt nicht weit genug spekuliert und einfach aufgibt, aber... Die Erwartung wurde nicht erfüllt. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, ich danke dir, dass du bereit warst für den Spaß. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst doch ein Like da, ein Abo und gerne auch eine aktivierte Glocke. Und denkt immer daran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Ganz genau.